Alles Käse auf der Burg Oberpfalzberg. Aber nicht im übertragenen, sondern im wörtlichen Sinn, denn die steirische Milchstraße lud zum mittlerweile 11. Mal zum Pfalzberger Käsefest. Obwohl Geschmäcker ja bekanntlich verschieden sind, kamen die rund 2000 Besucher alle gleichermaßen auf ihre Rechnung. Nach seiner Premiere im Jahr 2003 feierte man heuer bereits die 11. Auflage des Käsefestes. Und mit der Entwicklung darf man durchaus zufrieden sein. Sehr positiv. Wir haben im Volkshaus begonnen, sind dann auf die Burgruine Oberpfalzberg übersiedelt, hatten nur den Innenbereich, dann ist es zu klein geworden und dann haben wir auch den Vorplatz dazu genommen und jetzt gibt es eine Teilung. Im Innenbereich gibt es die Käsespezialitäten von unseren heimischen Käsebauern, die jetzt schon ein bisschen weiter ausstrahlen, also nicht nur von der Lipizzaner Heimat, sondern auch Graz Umgebung und ein bisschen über im Bezirk Weiz und der Schlanzberg ist sowieso immer mit dabei gewesen, also die Käsebauern von der Schlanzberg waren immer dabei. Und draußen gibt es das Schmankerdorf, wo es dann Wein, Obstsäfte und andere Milchköstlichkeiten gibt, wie Käsesuppe und Mixgetränke und dergleichen. Und da sind wir froh, dass die alle mit dabei sind. Nicht vergessen dürfen wir unsere Bäuerinnen, die uns tagkräftig unterstützen und natürlich auch die zwei Fachschulen. Die Vorbereitungen für ein Fest dieser Größenordnung, sie sind enorm. Gilt es doch, Qualität und Vielfalt der heimischen milchverarbeitenden Betriebe perfekt in Szene zu setzen. Die Vorbereitungen beginnen ja schon am Mittwoch, also wo die ganze Anlage und alles aufgebaut wird. Dann am Donnerstag wird dann der Feinschliff gemacht, am Freitag kommt das Ende, damit wir am Samstag dann das eben machen können. Wenn ich die ganze Vorbereitungszeit zurechnen darf, dann fangen wir meistens immer ab im April schon an mit den ersten Vorbereitungen, wo wir alles einmal abchecken, wie schaut es aus, können wir das da machen, dann wird der Termin fixiert und die ganzen rahmenrechtlichen Bedingungen abgeklärt. Stark vertreten war auch diesmal die Berglandmilch, auf die ein Großteil der Käsetradition in der Weststeiermark zurückzuführen ist und die mit ihren über 100 Mitarbeitern sowohl Qualität als auch jene Mengen produziert, die benötigt werden, um den Käsehunger der Genießer stillen zu können. Für die Region natürlich sehr wichtig. Es werden dort immerhin 130 Leute beschäftigt und wir verarbeiten fast zu 100% die wertvolle Milch, die in der Steiermark und im südlichen Burgenland produziert wird. Das sind pro Tag rund eine 500.000 Liter und Käseexperten wissen es. Wir machen also in Pfalzberg hauptsächlich Schnittkäse und Hartkäse. Und dazu benötigt man für einen Kilogramm zwischen 10 und 12 Liter Milch. Und die Rechner, die Zuseher, die jetzt rechnen, kommen drauf, das ergibt rund 50.000 Kilogramm Käse, die wir täglich in Pfalzberg produzieren. Und das in rund 30 verschiedenen Sorten. Neben der Berglandmilch zeigen viele unterschiedliche regionale Kleinproduzenten, dass in puncto Qualität die Größe des Unternehmens keine Rolle spielt. Und gerade diese Vielfalt macht das Käsefest Pfalzberg zu einer einzigartigen Veranstaltung. Wir sind stolz, dass wir die Berglandmilch hier in unserem Bezirk haben und dass diese Molkerei Pfalzberg, die dann zur Deserta Pfalzberg und in weiterer Folge jetzt zur Berglandmilch sich weiterentwickelt hat, größer geworden ist, hier die größte Spezialitätenkäserei Europas ist mit rund 50 verschiedenen Sorten, die produziert werden. Und ergänzend sind es dann die Bauern, die auch individuell ihre Käsesorten hier präsentieren. Wesentlich kleiner natürlich, aber regional bedeutsam und auch für den einzelnen Betrieb bedeutsam, weil sie auch arbeitsplatzsichernd ist. Von klassisch bis exotisch, von mild bis würzig. Der Käse, er ist nicht bloß Beiwerk, sondern in seiner Form und Vielfalt ein Genussmittel der Extraklasse. Und das verdient nicht nur bei der Präsentation, sondern auch beim Verzehr höchste Aufmerksamkeit. Das ist ja eines der Erfolgsgeheimnisse insgesamt in der Käsekultur, dass sich die Vielfalt derartig nach oben sozusagen gedrängt hat und man heute im milden Käsebereich eine Vielfalt hat, im geschmackigen Bereich und dann aber auch im würzigen Käsebereich. Und dann unterscheiden wir noch zwischen einem Frischkäse zum Beispiel oder natürlich die Weichkäsespezialitäten mit den verschiedensten Oberflächenreifungen von einem Edelschimmel angefangen oder so Innovationen wie Weingelege, die heute verwendet werden, um hier Spezialitäten zu finden. Natürlich diese Rotkultur, das sind die würzigen Käse, die viele so lieben, ist ein bedeutender Bereich im Käse. Und dann die vielen Schnittkäse mit Großlöchern, mit Gorkannenlöchern, mit Bruchlöchern bis hin zu den Hartkäsen, so
noch italienischer Ort, wie es zum Beispiel bei uns in der Steiermark den Asmonte gibt. Das heißt, diese Vielfalt macht es aus und das macht Käse genießen spannend. Die Organisation ist als perfekt zu bezeichnen. Gaumenfreuden, wohin das Auge reichte, und das schöne Wetter tat sein Übriges zur guten Laune bei den Besuchern. Und dass auch diesmal zahlreiche Prominenz aus Gesellschaft und Politik vor Ort war, das spricht für die Qualität dieser Veranstaltung und seiner Hauptdarsteller. In der Wahlkampfzeit drängt sich natürlich eine Frage auf. Wären heute schon Wahlen, welche Käsesorten würden denn Ihre Vorzugsstimme erhalten? Vor allem die etwas würzigeren, die reiferen Käsesorten, die ein halbes Jahr oder länger gereift sind. Aber natürlich auch die milden schmecken mir, aber wirklich genießen kann ich die wirklich würzigeren, reiferen Käsesorten. Das muss so ähnlich wie auch bei einem guten Wein eine runde Sache sein. Und ich tendiere eher hin zu den würzigen Sorten. Ich darf hier vielleicht stellvertretend einen Pfalzberger ernennen. Das ist der Alpzierler, der mir persönlich sehr viel Spaß macht. So in der Mitte drinnen eher. Also mein absoluter Favorit ist der Amareus. Den mag ich ganz gern. Aber wirklich Käse kosten, da komme ich heute nicht wirklich dazu. Vielleicht ein, zwei Stückchen ist vorher und nachher mehr Käse.